Hey, Pingu hier. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Vielen lieben Dank fürs Einschalten heute zu einem weiteren Stream-Highlight. Heute mit der Ohio auf der Karte Land des Feuers. Und das habe ich jetzt hochgeladen, weil das war eine unfassbar freche Runde von mir. Ich habe da zwei Kremlins so lange beschäftigt, dass es... Ich meine, ihr müsst es doch selber angucken. Das ist echt eklig. Viel Spaß dabei. Was gibt es für Schiffe eigentlich? Viele. Viele Schiffe. Von Stufe 1 bis Stufe 11. Über verschiedenste Nationen hinweg. Und alle Nationen haben so mehr oder weniger ein kleines bisschen ihr eigenes Ding, ihr eigenes Gimmick. Da wird auch schon auf uns geschossen. Seht ihr das? Ganz schön gemein. Schießt und geht nicht auf dabei. Wow, wie weit er weg war. Krass. Der Ping war hier drüben und ist in die Richtung. Immerhin schon mal ordentlich Damage gemacht. Auf das Sub. Sub, 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 Sub. Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er direkt aufgeht. Ehrlich zu sein. Da ist es wieder. Wartet. Ich wie meine Secondary auch noch getroffen hat sogar. Ah ja, das kann sie ja auch, ne? Im Vergleich jetzt zu Wisconsin. Die hat ein bisschen Sekundärbatterie. Ohio. Gar nicht so ungefährlich, das Teil. Oi, da ist jemand wohl raus. Da ist wohl jemand raus. Drei Hits auf die Drum. Tut weh. Wir fahren erstmal ein bisschen weiter weg. Die Trump hatte wie viel Kilometer? 10 Kilometer hatte die Range? 12 sogar. 12. Mach's gut, Portos. Ich danke dir fürs dabei gewesen sein, gell? Bis zum nächsten Mal, haus rein. So, falls Miki denn noch da sein sollte, frage ich jetzt am besten auch nochmal, ob er denn gerne sich ein Schiff wünschen wollen würde. Dann würde ich das nämlich liebend gerne für ihn fahren. Boah, wir stehen echt ziemlich weit weg, ne? Wir müssen wieder ran. Ja, das Ding, normalerweise könnte ich das machen, Ehrenmann, aber derzeit spiele ich, also für heute habe ich so eine Challenge, ich spiele einfach die Schiffe, mit denen ich versenkt wurde. Also wenn irgendein feindliches Schiff mich versenkt, dann spiele ich das. Kiss my ass heißt er, witzig. Machen wir natürlich nicht. Stellt sich mir jetzt die Frage, ob wir hier auf der Seite erstmal bleiben wollen. Nicht gut erwischt, nicht gut erwischt. Unser U-Boot dort vorne ist auch fast raus. Nicht so toll. Wir haben vorhin ein deutsches Schlachtschiff gespielt, die Kurfürst. Ich kann an der Stelle auch immer wieder erwähnen, ich habe ja einen Hauptkanal auf YouTube, der sehr viel World of Warships Content besitzt oder bietet. Falls ihr also mal ein Schiff sehen wollt, ein spezielles, das ich fahren soll, dann guckt da einfach mal, ob ich da nicht schon lange ein Streaming-Highlight hochgeladen habe. Zu diesem Schiff. Da ist die Trump wieder. Go, Secondary, du darfst gerne anfangen zu wirken. Brauchst jetzt auch nicht ewig. Oh, wow. Oder war komplett daneben einfach. Ungünstig. Shima, du könntest wieder ein bisschen näher ranfahren, um aufzuklären. Shima.
Shima, 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 bitte. Bitte, Shima, bitte. Shima, bitte. Attention, support that target. I need intelligence data. Ach, Shima, das ist doch nicht dein Ernst. Der Zerstörer mit dem besseren Concealment lässt sich jetzt ernsthaft von der Trombe zurückdrängen. Die wir hier. Ich hab die direkt vor mir. Die Kremlin steht hier. Alle bereit zu schießen. Oh Mann. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wir haben noch einen DD bei uns. Simfire, grüße dich, moin. Nee, alle Kapitäne habe ich nicht auf dem Level. Keine Chance. Keine Chance. Das tut jetzt wahrscheinlich ein bisschen weh. Ship is on fire. Torpedoes to port. Ich frage mich, ob ich der Daring noch hinterherkomme. Die Kremlin traut sich halt auch nicht raus, ne? Gar nicht. Puh, sollte ich jetzt abdrehen oder ihm noch hinterherfahren und versuchen aufzuklären? Ich glaube, ich drehe ab. Leute, ich drehe ab, ich drehe ab, ich drehe ab. Daring spottet mich, die Kremlin wird gleich bereit sein, mich anzugreifen in der Seite, das ist schlecht. Da kommt sie auch schon. Oh, 8000 zum Glück nur. Gar kein Damage. Cool. Oh, Brände. Nice. Ich muss hinter die Insel kommen, bevor die Daring ihre ganzen Torps noch raushaut. Und mich damit irgendwie erwischt. Oi, da ist die. Oi, da ist er, da ist er. Go, Secondary. Weitermachen. Weitermachen, Secondary. Weitermachen, weitermachen. Wichtig. Aus. Was? Er lebt noch. Nicht sein Ernst. Oh, der stand genau dort. Der hat echt nicht mehr viel, Leute. Oh, never mind, der ist echt down. Na gut. Dann nochmal die Kremlin angreifen mit Sekundärbatterien. Ich stehe halt auch quer vor den Battleships. Das ist halt jetzt auch nicht so geil. Wir sollten mal HE laden jetzt langsam. Was aber auch cool ist, die Gunwinkel, ne? Gar nicht mal so schlecht, ey. Okay. Zehn K-Salve ist böse.
Dami, grüße dich! Noch mehr Brände drauflegen, let's go. Doppelbrand, sehr schön. Oh, scheiße. Monty ist raus, wunderbar. 6K, tut mir weh. Dankeschön für 57 Monate. Vielen, vielen lieben Dank dir. Der hat echt nicht mehr viel, ne, in seiner Kanone. Der hat nicht mehr viel. Und brennt nochmal, sehr schön. Ich würde jetzt die Kremlin da drüben mal gleich angreifen wollen. Pazitas, maybe? Nein. Oh ey, er lebt immer. Oh, von hinten wird es angegriffen, sehr schön. Mal gucken, ob sie jetzt rausgeht, wenigstens die Kremlin. Brennt nochmal. Ich denke, wir haben uns hier richtig gut geschlagen mit Ohio. Konnten jetzt auch richtig schön die Sekundärbatterie einsetzen, die das Schiff hat. Aber damit würde uns jetzt wahrscheinlich töten. Naja, Glück gehabt. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Okay, Leute. 4,5 Millionen Potential. 209.000 Damage. Flieger raus, damit ich sehe, wo er ist. Requesting assistance. Jetzt brauche ich wirklich auch ein kleines bisschen Hilfe. Oh, die fährt hier quer. Oh, die fährt hier quer. Das ist ja ekelerregend, wie ich ihm einfach gerade den Kill denied habe. Na, kommt nicht mehr durch. Das war's. Aber, komm schon. Uff, Alter, wir leben noch. Ey, das ist doch nicht, es ist doch nicht dein Ernst, oder? What the frick? GG. Das ist bodenlos frech, ist das. Einfach super dreist. Zwei Kremlins dort weggetankt und dann noch eine Monte hinterher. Sie haben uns einfach nicht so richtig gut erwischt. Ne? Die haben ständig auf die Seitenpanzerung getroffen. Die aufbauten nicht so wirklich. Streamer-Luck. Können wir das Game vielleicht gewinnen noch? Das wäre cool. Andere Seite haben sie jetzt... Ich kann jetzt auch nichts mehr tun, außer auf Distanz hinter irgendeiner Insel zu sitzen und noch mitzuwirken. 4,7 Millionen Potential, 234.000 Damage. Wie knapp willst du überleben, Pingu? Ja. Ja. Jetzt darf auch wirklich niemand mehr gegen mich fahren. Ich darf keinen Delfin mehr anstupsen. Ich darf keine Möwe mehr bei mir aufs Deck kacken. Hallo Rollikoster, grüße dich, moin. Sind die 1000 Punkte voll. Letzte verzweifelte Salve auf die Goliath. K.
kein... Doch, ein Hit. Bungo. Können wir die Bungo angreifen? Oder ist das dumm? Hm, die kommen gar nicht mehr an. 1000 Punkte sind voll. Die hätten ihn, glaube ich, noch schön in der Seite erwischt, möglicherweise. So, was ein geiles Ergebnis. 234.000 Damage, 2 Kills, 14 Brände gelegt. Wir haben Dreadnought, wir haben First Blood und wir haben Großkaliber bei 428 jetzt mit der Sekundärbatterie. 2304 Base. Wie viel? Secondary Damage 48.000. Für einen Ohio ist das schon ziemlich viel. Ist schon echt gut. Und Brände auch entsprechend viel. Kremlin 121.000 Damage gemacht, dieser einen. Krass, Alter, wie viel er regeneriert hat. Und 68.000 bei der anderen. Das ist ja witzig. Echt gutes Game. GG. War witzig.